Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum vierten Game meiner Urgottmaster-Promo. Auch in diesem Game variiere ich natürlich wieder massiv damit, was ich euch zeige. Und in diesem Game ist es der Midlane-Urgott geworden. Dadurch, dass ich gegen Tenant spiele, macht das durchaus Sinn. Wir haben auch einen Twitch-Support, das heißt, ich muss irgendwas Frontline-mäßiges spielen. Ich hätte auch Galio picken können, aber Galio ist gegen Tenant so ein bisschen meh, weil du obviously nicht so gut Armor bauen willst. Weil er nicht viel Armor bauen willst auf Galio. Das heißt, ich habe mich hier für Urgott entschieden. Ich hätte hier Flash ehen können. Der gute alte River Shin, Leute. Na gut, da wollen wir mal schauen, ne, was hier geht. Soll natürlich eigentlich Push haben. Wollen leicht seitlich stehen. Scheiße, jetzt ist das Z wieder fast leer. Ja, moin. Meint ihr, der hat noch Bock? Oh, not again this shit. Was bin ich? Es brennt einfach wieder die ganze Map. Aber Lichterloh. Finde ich aber gar nicht nett. Sind leider auch schon mit den ersten Muten. Ich denke, der Teller muss hier recoilen. Er hat beim ersten Trade so viel AP gelassen, dass der quasi... Ne. Ist ja eine Frechheit. Boah, Junge. Es geht schon wieder los hier. Ich meine, das zweite Master-Promo-Game war ja auch schon... belastend für die Nerven, sag ich mal. Ich meine, das ist die ganze Zeit ein exzellenter Wavestead, den wir spielen. Deswegen wird jetzt einfach Papa gerufen oder Mama oder was auch immer das hier für eine Beziehung zwischen Taylor und Lilia ist. Und der Wave State wird vom Jungler geklärt. Ja. Well played von der Lydia leider. Oh, Junge, Junge. Der Ornn will oben, dass wir auf den Shen spielen, aber das ist ein Guardian Shen. Aber das ist ein Guardian Shen, der darf doch nicht die Lane gewinnen. Dann geht er in die falsche Richtung. Ich kotze im Strahl. Boah. Ich sag halt, wie es ist.
Oh nein. Oh nein, der Twitch trollt, oder? Ich kann doch nur für eine Lane spielen. Well, this is quite unfortunate. Okay, also was jetzt passiert ist, der Talon kommt wieder. Ich flash eh den. Und entweder wir killen den. Oder das Game ist probably einfach done. Guck mal, wie viel der Twitch hier schon investiert hat. Der Drake gemacht. Nein, nein, warum? Warum werde ich bestraft? No. Okay, also der Draven steht 3-1. Wir können Botlane nicht mehr den Turm verteidigen. Der Turret First Blood wird bei Minute 7 fallen. Unser Echo ist wahrscheinlich 10 CS behind oder so, was okay ist. Wir haben bitte komplett die Hosen an. Mussten allerdings in unser TP Toplane investieren, weil unser Ornn einfach auf den Mental Breakdown fährt. Wir können jetzt den Wave hard pushen. Ja, dadurch haben wir jetzt scheinbar wirklich Toplane gewonnen. Hätte ich nicht mal gedacht, dass das nach dem desaströsen Start geht. So, jetzt ist Talon natürlich Miss. Wo würdest du als Talon hinlaufen? Ach du Scheiße. Well, I guess nicht dahin. Weil das kind of sucks. Ich wirklich nicht weiß, was das für ein Play ist, aber wahrscheinlich hätte ich folgen sollen. No, ich hatte noch ein Pink Ward. Es war aber so schwer, dem Play zu folgen. Weil hier ist halt die Vision der Vision Teil. Ja, ich hab nicht das Gefühl, dass unser Team das unbedingt noch gewinnen will. Ich meine, wenn das Game richtig, richtig, richtig heftig Chaos wird. Dann können wir das maybe gewinnen. Aber das Problem ist, dass Talon auch extrem gut darin ist, Chaos Games zu spielen. Da sieht man ein bisschen warum. So. Ist so schwer, da blind zu treffen. Oder, also gegen eine Lilia. Ist unmöglich. Schade. Hatte ich schon Ult ab, als sie gefacecheckt hat? Wahrscheinlich nicht, ne? Hätte ich wahrscheinlich sofort draufgehauen. Ah, vielleicht hat der Talon ja Lust, das ein bisschen zu flippen hier. Ah.
hatte ja. Aber ich hätte doch kein W wieder ab. Aber ich muss halt jetzt Risiko eingehen, ne? Was soll ich machen? Boah, die Map brennt halt schon wieder komplett, ne? Aber to be fair, so, wir sind XP-mäßig nicht so weit hinten, wie man es normalerweise ist. Aber jetzt wird's aber drunk. No, jetzt geblockt. Schönes Movement vor der Seraphine, ne? Ach, so ärgerlich. Ich glaube tatsächlich, also ne, der zweite Probegame, das war natürlich irgendwann nicht mehr winnable, aber ich glaube, das hier wäre tatsächlich winnable. Wir müssen da leider warten, bis der Draven uns wegkickt, damit wir da mit der Tristana-Mechanik wieder ranjumpen können. Ich kann quasi nicht draufjumpen, da kann er mich wegkicken. Deswegen muss ich da so lange mit dem Play warten. Aber Seraphine sehr, sehr smart gemacht, dass sie da quasi diesen Schritt vorgeht. Und dadurch blockt, dass ich den ich geflippt habe, sofort auch ulten kann. Jetzt ist er 400, 500 Shotgun Gold wert, also. I guess it worked. Ja. Ist schwer, ne? Also die DMF will halt auch einfach nicht. Das war leider eine Twitch Ultimate. So. Sieht leider so aus, als wäre MF AFK. Oh. Wow, womit? Hat der einen Burn-Effekt? Ach, der hat Red Buff. Nicht gesehen. Ach, das ist Crest of Cinders auch. Macht Sinn, ja. Ja! Ich meine, wenn die Indip nehmen, ist das nicht so bad für uns. Wenn wir dann halt mehr Farmen kriegen. Das Problem ist hauptsächlich, dass der Echo halt nicht mehr zum Farmen kommt, ne? So, das jetzt zu deffen wird nicht so einfach. Wir haben zumindest jetzt Stridebreaker ab. Oh, der hat noch Schildbow. Das ist natürlich schwierig. I mean, we tried for one fight. Ich meine, wenn Echo hier ist, kriegen wir dicke Shutdowns. Und dann haben die Gegner zu früh Inhib genommen. Wir können das Wave clearen. Und dann können wir tatsächlich ins Game zurückkommen. Aber das Problem ist halt einfach, ich nehme ja Solo-Queue-Games selber auch nicht so ernst, wenn es nicht mein Master-Poker ist. Und wenn Game so lost aussieht, dann sind die Leute natürlich schnell dabei, zu sagen, dass sie das FFen wollen.
Ich persönlich bin oft der Meinung, dass wenn man richtig schlecht spielt, man einfach nicht FF, weil man damit denjenigen, die tatsächlich das Game ja halbwegs serious gespielt haben, die einfach die Chance nimmst. Und es gibt Momente, wo man das einfach nicht machen sollte. Andererseits ruiniert mich mir natürlich auch ein bisschen meine KADA jetzt am Ende und stehe auch 1-6, ne? But what can you do? Hätten wir... Was lief im Early falsch? Die Map hat einfach von Anfang gebrannt, ne? Wir hatten den übel guten Trade Level 1. Ist auch das zweite Game in meiner Master-Promo, wo der Jungler einfach Level 2 invaded wird und scheinbar einfach stirbt. Ich muss gegen Lilia, glaube ich, den Pixelbush warnen bei den Raptors. Schwierig, kann man jemanden honoren? Ich denke nicht, vielleicht wäre noch den Echo. Im Gegensatz zu den Games davor waren die diesmal ja auch tatsächlich toxic. Was ein bisschen ärgerlich ist. Gutes Champ-Design, by the way, ne? Schade, schade, ey. Vielleicht dürfen wir auch tatsächlich jetzt noch was anderes spielen als Urgot. Aber andererseits ist es eigentlich auch witzig, die Urgot Master Pogo zu spielen.